Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Es ist uns heute eine ganz besondere Freude, euch zu der 100. Sendung begrüßen zu dürfen. Wir haben dieses Format Hoffnung um 12 angefangen im April, am 1. April, und wollten damit den Menschen einfach Hoffnung geben und einfach ermutigen, auch in dieser schwierigen Corona-Zeit damals, einfach an Jesus festzuhalten und einfach sich auf Jesus zu verlassen und nicht auf die Umstände zu schauen. Und wir wollten einfach Hoffnung weitergeben und Ermutigung weitergeben. Und im Psalm 91, Vers 2, da steht: Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Und das ist genau die passende Bibelstelle dazu. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich ermutigen. Wir haben nicht gedacht, als wir im April diese Sendung angefangen haben, wie viel Freude uns diese Sendung uns selbst macht. Wir sind sowas von begeistert, was Gott alles getan hat und tut, und werden es auch weiterhin tun. Wir sind gerade dabei, ein Studio zu bauen, wo wir leichter diese Sendungen machen können, und bete auch dafür, dass wir auch die Mittel dafür haben. Und wir wollen dich jetzt aber auch heute ermutigen. Die Richtschnur der Freiheit wird heute das Thema sein. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Heute noch einmal ein Thema aus dem Leitfaden für deine Freiheit. Die Richtschnur der Freiheit. Und das ist Vergebung. Nicht populär, aber sehr, sehr wichtig, und Vergebung verändert sehr viel, wenn wir es wirklich von Herzen tun. Vergebung bedeutet, Schuld zu erkennen, aber nicht nachzutragen. Ich finde die Formulierung gut, die habe ich gefunden. Vergebung bedeutet, Schuld zu erkennen, aber nicht nachzutragen. Wir meinen immer, wir müssen alles korrigieren, und wenn der andere richtig läuft, dann kann ich ihm vergeben. Nein, Vergebung bedeutet, Schuld zu erkennen, aber nicht nachtragen. Vergebung bedeutet, ja, die Angelegenheit wirklich Gott zu übergeben. Es ist manchmal sowas, wo uns in uns kämpft, ich kann nicht vergeben, weil das ist sowas von verkehrt. Übergib's Gott. Er wird damit fertig. Vergebung bedeutet, in Frieden und in Güte zu leben und in Freiheit. Und ich sage dir, Vergebung führt dich in eine tiefe Freiheit, wie du es dir nicht vorstellen kannst, weil du bindest dich nicht mehr an die Dinge und an die Menschen, die dir Übles tun, sondern du hast es Gott abgegeben und du bist frei. Das drückt dich nicht mehr, auch selbst wenn du es noch siehst, wenn du es hörst oder vielleicht auch erlebst. Aber es macht nichts mehr in deinem Herzen, und das ist wichtig. Vergebe. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du einem jeden, Herr, die Kraft schenkst zu vergeben. Ich danke dir dafür, Herr, dass es die Richtschnur in die Freiheit ist. Danke, Herr, dass wir, Herr, das Verkehrte erkennen. Aber Herr, dass wir nicht nachtragen, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, du bist der Herr, der das gerade richtet. Du bist der Herr, der mit der anderen Person und Situation fertig wird. Wir können es an dich abgeben und dürfen frei sein. Amen. Amen. Und wir möchten für Menschen beten, und deshalb haben wir diese Sendung auch gemacht. Und per WhatsApp kam diese Bitte um Gebet. Hallo, ich habe ein Gebetsanliegen. Bitte beten Sie für meinen Mann, seine Nichte. Sie ist am 10. Mai einfach umgefallen, musste reanimiert werden. Sie wird einfach nicht wach, wird künstlich ernährt, liegt einfach so da. Im Moment ist sie im Krankenhaus. Sie ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn. Die Familie leidet sehr darunter. Vielen Dank. Und Jesus, ich danke dir, dass wir dir diese junge Frau bringen dürfen, die einfach so da liegt und nicht mehr aufwachen will. Und ich danke dir, dass du sie
wachrüttelst, dass du eingreifst und dass sie wieder vollkommen wach ist und gesund ist und ihrem täglichen Leben nachkommen darf. Danke, Jesus, dass du mit ihr bist und dass wir Gesundheit ausrufen dürfen über ihrem Körper, über ihrem Leib und dass du stärker bist als dieses Koma und diese Ursache, wo niemand weiß. Und ich danke dir, Jesus, dass du dieser jungen Frau wieder aufhilfst und dass du die ganze Familie segnest, dass du ihnen Frieden schenkst und dass du ihnen Mut machst, dass sie festhalten an dir. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet. Bitte betet für meine Gesundheit, dass Gott schnell eingreift und mich heilt von starken Blutungen wegen Wechseljahre. Ich bin sehr erschöpft und dass er vollkommene Wiederherstellung schenkt und mich heilt, auch von Autoimmunerkrankung. Danke für die Gebete. Jesus, und du kennst auch diese Frau und ich danke dir, dass du sie befreist von diesen Wechseljahrsbeschwerden. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst und dass du diese ganze Hormonhaushalt wieder in Ordnung bringst und dass diese Beschwerden aufhören. Danke, Jesus, du bist der Herr auch über all die anderen Personen, die unter Wechseljahrsbeschwerden leiden, die anderen Frauen. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch da eingreifst, dass du jeder einzelnen Frau begegnest und hilfst, dass dieser Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht kommt und dass diese Wechseljahrsbeschwerden aufhören. Und ich danke dir auch für diese Frau, die geschrieben hat, dass wo noch Autoimmunerkrankung da ist, dass du sie auch da berührst. Danke, Jesus, dass du auch das wieder ins Gleichgewicht bringst und dass du auch das wieder vollkommen wiederherstellst in die göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns jetzt dein Anliegen oder am Telefon auch, die Infos sind eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen kam über WhatsApp. Liebes Gebetsteam vom Missionswerk, bitte betet für mich um Heilung meiner Unterleibs- und Kreuzbeinschmerzen. Ich kann kaum laufen, geschweige denn bücken. Ich weiß, dass Jesus der größte Arzt ist und dass es bei ihm kein Unmöglich gibt. Wie wunderbar, dass es euch und eure Unterstützung gibt. Ja, und Gott erhört Gebet. Danke, Herr, dass du jetzt auch Herr bist. Du kennst diese Schmerzen dieser Person und danke, Herr, auch die ganzen Umstände und auch der Grund, woher die Schmerzen kommen. Und ich danke dir, Herr, dass wir, Herr, allen Knochen, allen Muskeln und was da zusammenhängt, befehlen, in ihren richtigen Platz zu treten und dass die Schmerzen weichen. In Jesu Namen, ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, Herr, dass du für uns gelitten hast, auf dass wir in Freiheit auch von Krankheit leben können. Und danke, Herr, dass wir darum bitten dürfen und glauben, dass du Gebete hörst. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns seine Not. In größerer Verzweiflung suche und bete ich schon seit mehreren Jahren für eine gläubige Partnerin. Ich bitte um dringende Gebetsunterstützung, dass sich eine Änderung herbeiführt. Ich wünsche mir, eine Familie zu gründen und mit einer Frau zusammen alt zu werden. Vielen Dank vorab für Ihr Gebet. Ja, ich glaube, das sind viele Zuschauer, die das sich wünschen, einen Partner zum Heiraten. Und ja, ich danke dir dafür. Du kennst diese Sehnsucht, du kennst diesen Wunsch. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch diejenigen, die schon viele, viele Jahre, Herr, diesen Wunsch haben, Herr, danke, Herr, dass sie Weisheit haben, dorthin zu gehen, wo sie jemand finden. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, schenke auch, dass keine Kurzschlüsse irgendwo, Entscheidungen getroffen werden, die nur aus Mangel heraus entstehen, sondern wirklich gewollte, von dir gewollte, Herr, Entscheidungen. Und ich danke dir dafür, Herr, Herr, dass du gerade in diesem Fall, Herr, auch wunderbar, Herr, jemand zur Seite stellst, Herr, und danke, Herr, lass auch denjenigen erkennen und diejenige erkennen, Herr, die richtige ist. Danke, Herr. Amen. Amen. Und folgende Gebetserhörungen sollen Menschen ermutigen, dran zu bleiben, bis Gott eingreift. Und eine Frau aus dem Norden schreibt uns:
Im März 2010 kam ich mit einer Lungenentzündung in ein Spezialkrankenhaus. Mir ging es sehr schlecht. Ich lag lange im Koma und musste künstlich ernährt werden. Die Ärzte teilten meiner Familie mit, dass ich wohl sterben würde. Sie hatten mich aufgegeben. Nur ein Gebet wäre die letzte Möglichkeit. Es wurde gebetet und tatsächlich, Gott erhörte die Gebete und ich erwachte einige Stunden vor meinem neuen Lebensjahr. Seither hat sich mein Leben verändert. Ich habe eine Gemeinde gefunden, beschäftige mich mehr mit der Bibel. Mein Glaube ist gewachsen. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Wie großartig ist unser Gott! Und wir haben wirklich einen großen Gott, der Gebet erhört. Und da schreibt uns jemand, ich habe um Gebet in der Gebetsnacht gebeten, da ich so stark an Neurodermitis gelitten habe. Das Gebet wurde erhört. Am Samstag war die Gebetsnacht und am Montag war der Juckreiz verschwunden und die Entzündungen gingen auch zurück. Ich kann nur noch unserem Gott im Namen Jesu danken. Vor einiger Zeit habe ich ebenfalls Heilung an meinem schwer verletzten Rücken erfahren. Ich bat in der Sendung Hoffnung um 12 darum. Danke nochmals an Sie und Ihrem ganzen Team und an unseren wunderbaren Gott. Wie schön! Und eine Mutter bat für ihren Sohn. Im Frühjahr bat ich euch um Gebetsunterstützung für meinen Sohn. Er litt 8 Wochen an einem Geschwür und war in verschiedenen Krankenhäusern. Er erfuhr Hilfe. Danke, Jesus und euch für euer Gebet. Wie schön, solche Zeugnisse zu hören. Ist das nicht wunderbar, was unser Gott macht? Wenn Ärzte sagen, es geht zu Ende und Gott noch eine Frist gibt oder wie soll ich sagen, noch eine Spanne gibt zum Leben, zum das Leben neu ausrichten, das begeistert mich so, was Gott alles zu tun vermag. Und das liebe ich auch an dieser Sendung, immer zu hören, was Gott Großes tut. Lass uns auch wissen, was er bei dir getan hat. Es ist so wichtig, dass wir Zeugnis geben, weil in dem schöpfen wieder andere die Kraft und sagen, was er bei dem getan hat, kann er auch bei mir tun. Lass es uns wissen, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, der Tipp des Tages, das schwierige Thema Vergebung. Ja, Vergebung bedeutet wirklich die Schuld zu erkennen, aber nicht nachzutragen. Nimm dir mal ein paar Minuten Zeit, ob du wirklich dort, wo du vergeben hast, auch wirklich die Sache von dir gewiesen hast, Gott übergeben hast und nicht nachträgst, oder ob du sie immer wieder hochbringst, wenn eine Situation kommt, ja aber und ich werde nicht, wenn und so weiter. Überleg mal und tu jetzt, triff jetzt die Entscheidung. Nicht, wenn ich mal Zeit habe oder wenn ich mal Lust habe, triff jetzt die Entscheidung. Ich will das, was ich erkannt habe, was falsch ist, vergeben und ich will nicht nachtragen. Schick uns gerne dein Anliegen. Wir beten für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir haben heute die 100. Sendung und uns kam die Idee, jeder, der sich jetzt meldet, jeder heißt die ersten 5, die sich melden über Facebook, die ersten 5, die sich melden, bekommen von uns eine Schere vom Missionswerk geschenkt. Melde dich. Und lass uns auch deine Adresse wissen, dass wir das kostenlos zusenden können. Was wir dir auch gerne kostenlos zusenden und jedem, der es haben möchte, Leitfaden für deine Freiheit. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Schön, dass du heute bei der 100. Sendung dabei warst. Wir wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich.
Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.